liebe Triathlon-Freunde, es ist soweit. Das Huala-Swim wurde gerade angepfiffen. Die Pros sind schon raus. Jede Menge Stars dabei. Alles, was Rang und Namen hat. Und wir müssen natürlich auch dabei sein. Für mich ist das erste Mal. Ich gucke mir das hier seit Jahren an. Und ich kenne jeden Meter der Laufstrecke, jeden Meter der Radstrecke. Aber das Schwimmen, davor habe ich mich bisher gedrückt. Bis heute. Jetzt geht's los. Wir stellen uns an und ab geht's. Das dauert noch ein bisschen, bis wir dran sind. Ich stehe hier völlig falsch. Ich muss da vorne rüber. Das ist meine Zeit. Die Boje finden. Das ist so einfach. Wir bleiben dran. So, offene See. Das Royal Kona Resort im Blick. Diese Richtung gar nicht weit. Aber er hat es fast geschafft. Reden wir uns jetzt mal ein. Aber irgendwo da vorne. Meine Brille ist beschlagen, kann ich mal sehen. Wir schwimmen einfach den anderen hinterher. Elegant, ne? Halb vorbei. Wendepunkt. Ab jetzt wird's kürzer. Da bleiben wir jetzt dran. Der nächste Aufgabe der Triathlon. So machen Sie es nicht. Tipps vom Chefredakteur. Oh Gott. Aber by the way, wie man richtig seinen Schwimmstil analysiert, das haben wir in der Tat in der nächsten Ausgabe. Ich glaube, hier gibt es einiges zu optimieren. Weiter geht's. Wo sind wir? Oh ja, gleich da. Das wird hell. Das Doppeltor. Ich kann es schon sehen. Hoffentlich sehe ich nicht doppelt. Weiter geht's.
das Ding. Eieiei, das war ein langer Tag im Office. Oh. Mann, da viele Leute vorne weg. Das war's, jetzt weiß ich, wie sich das Schwimmen anfühlt. Ich weiß, wie Sam Long sich fühlt, wenn der T100 als letztes aus dem Wasser kommt. Aber so ist es halt. Schwimmen kommt vom Schwimmen. Und großen Respekt vor allen, die hier an den Start gehen und sich jetzt aufs Rad setzen und 180 machen und dann Marathon hinten dran. Für mich ist heute erstmal Feierabend, was den Sport angeht. Und ja, Regeneration ist angesagt. Und dann gucken wir mal, wie die anderen das hier am Wochenende machen. Wir sind raus. Ciao.